Hallo und herzlich willkommen zum Hauptstadtsport TV Weekend Flashback. Letztes Wochenende war einiges los in der Hauptstadt und bei so sommerlichen Temperaturen, da macht Sportmachen direkt viel mehr Spaß. Der BTFB begrüßte am Wochenende 40 Teams aus 24 Ländern zum 24. Internationalen Junior Cup bei uns in der Hauptstadt. Sie kamen aus den USA, Brasilien, Italien. Die junge Turnelite war am Start und wir können uns eigentlich schon fast sicher sein, dass wir das ein oder andere Gesicht demnächst bei Olympia wiedersehen werden. Wettkampfluft schnuppern. Die Wasserratten machen es möglich. Sie luden am Wochenende zu einem Schwimmwettkampf für junge Talente ein. Ob hobbymäßig nebenbei oder doch mit großer Perspektive, hier waren alle willkommen. Am Sonntag veranstaltete die LG Nord einen Straßenlauf durch Frohnau mit einem Teilnehmerrekord von 650 Läufern und Temperaturen von über 20 Grad. Da konnte die Stimmung besser nicht sein. So, das war nach 20 Minuten und 15 Sekunden der erste Zieleinlauf. Ja, ich bin zum dritten Mal dabei, wie immer. Sehr schönes Wetter bisher gehabt. Die Strecke ist auch sehr schön, vor allem der Einlauf. Kann ich sehr empfehlen. Das hat man auch bei den Tennisspielern des BTTC gemerkt. Die haben nämlich am Wochenende den zweiten Junior Cup veranstaltet. Dort wurden unter strahlendem Sonnenschein harte Matches ausgetragen. Schnelle Rückhände, starke Vorhände und tückische Volleys. Ja, ich habe auch mal Tennis gespielt. Spreefüchse bekamen leider nicht so viel mit von den sommerlichen Temperaturen draußen und in der Halle war kühle Stimmung. Das lag aber eher daran, dass die Spreefüchse leider schon wieder eine Heimniederlage verzeichnen mussten. Ich glaube, wir müssen die mal so richtig anfeuern, dass diese Pechsträhne abreißt. Sich auch besser auf uns eingestellt, das hat man auch gemerkt in der Abwehr, die kamen früher raus, die haben besser zusammengespielt, ja, und wir kamen damit einfach nicht klar und haben keine Lösungswege dagegen gefunden. Beim OHC war die Stimmung etwas hitziger, die hätten nämlich fast gegen den Tabellenersten Eintracht Hildesheim gewonnen. Nach der ersten Halbzeit stand es 12:11 für den OHC, doch leider konnte diese Führung nicht ausgebaut werden. Dennoch, Gratulation. Das war ein mega ereignisreiches Wochenende und nächste Woche geht's genauso ereignisreich weiter. Zum Beispiel unter anderem mit dem 34. Wedding Cup. Das ist das größte Faustballturnier der Welt. Feeling,
ja leider relativ kühl. Da sollte man sich warm und gut gelaunt halten, um dieses Tief zu überbrücken. Dieser rhythmische Papagei hier macht's vor. Und damit war es das auch schon wieder mit dem Weekend-Flashback. Ihr wisst ja, nächste Woche bin ich schon wieder am Start. Dieses Mal aber von einem ganz besonderen Ort. Das bleibt eine Überraschung. Seid gespannt bis nächste Woche. Und kommt also gut durch die Woche, trotz des schlechten Wetters.